Heute habe ich den jeweiligen Händler der Stadt getroffen, sein Misstrauen gegenüber und dem Handelskonsortium zur Handelsgruppe ist wirklich bemerkenswert. Er steht für die Jahrzehnte anscheinend ziemlich tief in der Schuld, aber aus irgendeinem Grund versuchen sie nicht mehr, ihr Geld zurückzubekommen. Ganz im Gegenteil, sie sind fast ängstlich, wenn er sich ihnen nähert und ihre Aufmerksamkeit sucht, weil sie Doppelgänger sind. Bisher sehe ich zwar keinen Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen und meinen Nachforschungen, aber das Ganze war von Anfang an motiviert von Gier, Geschäft und Geld. Wenn Handelsgruppen in dieser großen Stadt der Region sich nicht verdächtig verhalten, soll ich also lieber zur Kenntnis nehmen. Also wenn sie sich verdächtig verhalten. So, hier ist das Haus der Dame, hoffe ich mal. Bitte könnt ihr mir einen Moment zuhören? Oh, ein Junge. Bist du der Junge, den wir suchen? Variti Rorimon, bitte würdet ihr mir einen Moment zuhören? Mein Name ist Varizi und ich habe gehört, dass ihr manchmal Menschen in der Not helft. Natürlich für ein Entgelt. Bitte würdet ihr euch mit meinem Herrn in seinem Haus treffen. Mein Herr wird euch erklären, was zu tun ist. Bitte, es geht um Leben und Tod. Geht voran, ich werde euch folgen. Ah, ausgezeichnet. Vielleicht kann ich doch noch den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut machen. Hier lang, ich zeige euch das Haus, in dem mein Herr wohnt. Hier wohnt dein Herr. Das ist irgendein Haus hier oben. Da müsste es wieder zu Enter 7 Silberschilds Anwesen gehen oder raus. Wobei raus könnte eher sein. Und da kann ich mich nicht durchdrücken. Okay. Tür geht auf. Wir wollen dieses Anwesen. Ich kann nichts tun, aber ich muss etwas tun. Es ist riskant, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich kann nichts tun, ich muss es erst tun. Es ist ein Wagnis und ein Wagnis ist alles. Verai, wen habt ihr hierher gebracht? Ich habe euch gesagt, dass ich allein mit meinen Gedanken sein will. Euer Verstand weiß ebenso wie ich es weiß, ihr könnt es nicht verleugnen. Wir brauchen Hilfe von außen und mit mir bist du zurückgekommen, dass diese Gruppe ausgesprochen gut sein soll. Später könnt ihr mir erzählen, wo ihr solche Sachen aufschnappt. Für den Moment jedoch habt ihr recht, wir brauchen Hilfe. Und keiner vom Klerus darf davon wissen. Ich grüße euch alle, ich bin der oberste Priester Tremaine Bedea, ein bescheidener Diener unserer lächelnden Timora. Meine Bitte an euch ist sonderbar und sehr gefährlich. Ich wollte euch nicht darauf drängen, wie ihr sie als zu waghalsig betrachtet. Ich möchte, dass ihr das Haus der Wasserkönigin betretet und den Leichnam meines Sohnes holt. Ja, erinnert ihr euch an den kleinen Zwischenfall? Er und Vachi haben ihrer rastlosen Natur freien Lauf gelassen und sind in diesen Ort eingedrungen. Dafür mussten sie teuer bezahlen. Wir dachten, es wäre ein Spaß, ein bisschen Unruhe unter den Untertanen von Ambali zu stiften. Aber als wir erwischt wurden, war es dann nicht mehr so spaßig. Wir sind beide gerannt, bis ich bin entwischt, Kassor nicht. Sie töteten ihn, als wir versuchten zu entkommen. Autsch! Die sind ja brutal, die Ambali-Priesterin. Eine harte Strafe für einen einfachen Streich, aber das rechtswidrige Betreten eines heiligen Ortes, welchen Glaubens auch immer, ist kein geringfügiges Verbrechen. Ihr müsst seinen Leichnam zu mir bringen, damit ich ihm das Leben zurückgeben kann. Wenn ihr ihn mir bringt, werde ich euch belohnen. Gleichgültig, ob ich ihn wieder zum Leben erwecken kann oder nicht. Was sagt ihr dazu? Ihr seid ein so bedeutender Mann. Warum organisiert ihr nicht eure eigene Tempelbruderschaft, euch zu helfen? Eine kluge Frage. Der hohe Priester Chantalas hat entschieden, dass Kasson das Risiko wissentlich auf sich nahm und sodann das Schicksal seinen Lauf nahm. Da Timora die Dame des Glücks ist, müssen wir das Schicksal offiziell akzeptieren. Ich bin jedoch anderer Meinung. Obwohl Kasson ein Wagnis unternahm und versagte, kann ich doch keinen Grund finden, warum wir nicht das Risiko eingehen sollten, ihn zu retten. Für mich macht es keinen Sinn, dass Timora ihren Dienern die Kraft zugesteht, Tote zum Leben zu erwecken, wenn die Anwendung dieser Kräfte sie erzürnen würde oder dies eine Einmischung in das Schicksal anderer wäre. Nun finde ich mich in einer Position, in der ich gegen die Wünsche meiner Kirche handeln muss, jedoch nicht gegen den Geist dieser Kirche. Es scheint mir, dass sie mehr darum besorgt sind, nicht den Zorn der Anhänger der Göttin Ambali auf sich zu lenken,
als den Abenteuergeist zu folgen. Ihr mögt den Klerus der Kirche verärgern, wenn ihr mir helft, doch ich glaube, dass Timora uns mit Wohlwollen betrachten wird. Ja, er geht sozusagen ein Glücksspiel ein, indem er auf uns baut, weil wir könnten ja versagen, wo es tust. Ich habe nicht die Absicht, den Zorn irgendeines Tempels unter Gottes auf mich zu ziehen. Ich weiß, was für eine Bezahlung ich erwarten kann. Glück hin oder her, es wäre der Schatten, euer Leben aus jugendlichem Leichtsinn zu verspielen. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ja, genau, weil Talisa als Helmpriesterin kann das nicht gutheißen, wenn da Abali Priesterin einfach einen Jungen töten, nur weil der einen Streich begeht. Es besteht auch Hoffnung für meinen Sohn. Ich kann euch nicht sagen, welchen der Tempel von Abali Castle liegt, doch ich rate euch, vorsichtig zu sein. Sie mögen unfreundlich erscheinen, doch lernt man sie erst erkennen, so erweisen sie sich durch und durch herzlos. Bitte beeilt euch. Nichts leichter als das. Yay. Yeah. Du bist ja hier lang. Hast du vielleicht den Einhornfluss hier irgendwo rumliegen? Okay. Einhornlauf. Sehr schön. Was wollt ihr? Gut. Betrachte das als kleine Anzahlung. Das Ding ist eh nichts wert. Und hier oben schlafen ein paar, wahrscheinlich ein paar seiner Priesterkollegen oder seine Frau und sein Bruder oder sowas. Gut. Das heißt, wenn wir in den Priester, in den Tempel von Amberly zurückgehen und mit der Hohenpriesterin reden, dann können wir sie aber fragen, ob sie uns den Leichnam gibt. Wenn nicht mehr, müssen wir das Mädchen wieder holen. Gut. Das ist ein interessanter Tempel. Also der Tempel der Roten Dame. Das Haus der Dame, Entschuldigung. Erstmal will ich mit dir reden, weil dir sollen wir den Schädel geben. Der Schädel von Keref. Er war vor langer Zeit hier Priester und Timora hat ihn reich gesegnet. Zu reich vielleicht. Einige Leute wurden neidisch, einige wurden seine Feinde, dann kam die Nacht, in der wir ihn fanden. Sein Körper war vollkommen verstümmelt und sein Kopf fehlte. Seine Werder wurden ihm gefunden und niemand hat ihn danach gefragt. Diese Form der Vergeltung überlässt man besser Timora. Möglicherweise ist ihre Vergebung, wer weiß. Geht hin zum Glück von Timora, Fremde. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. So, jetzt müssen wir dem einen Bescheid sagen, dass wir den Schädel abgegeben haben. Willkommen, selig sind die, in ihrem Schoß aufgenommen werden, denn ihnen wird ihre Fürsorge zuteil. Die selig sind, die Wagemut zeigen, denn auf sie wird Licht scheinen. Was auch immer ihr wünscht, wir benötigen nur eine kleine Spende. Vielleicht ist es bitte, was ihr zu bieten habt. Also ja, das übliche, Heiltränke und so weiter. Identifizierung, okay. Wir suchen dringend das Buch der Weisheit bekannt ist. Als Buch der Weisheit bekannt ist. Bitte, wir würden alles tun, wenn ihr es uns geben könntet. Das Buch der Weisheit ist ein höchst heiliges Buch. Warum sollte ich es jemandem wie euch geben? Ihr müsst uns vertrauen, wir müssen sterben, wenn wir das Buch nicht auftreiben können. Bitte. Ihr wollt doch nicht an unseren Tod auf dem Gewissen haben, oder? Eure Bitte scheint echt. Wenn wirklich euer Leben von diesem Buch abhängt, dann sollt ihr es haben. Beinahe unter meiner Würde. Das war einfach. Gut. Und ja, wir hätten das auch bezahlen können für 500 Goldmünzen. Oder vielleicht mehr, wenn er mehr gewollt hätte. Aber Talisa ist eine aufrichtige Person, die würde niemals versuchen, einen Priester zu bestechen. Lieber bittet sie darum, dass ihr geholfen wird. So, wenn wir schon mal hier sind, dann könnten wir auch gleich versuchen, das Teleskop hier zu besorgen. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Haus der Wunder. Mhm. Also ein kleiner Job für Imoen, wenn wir hier reinkommen. Beinahe unter meiner Würde. Dampfdrachen. Da, Gloria! Diese Schlösser machen mir immer Probleme. Probleme sind das. Da soll mich doch der Teufel holen. Jetzt wäre mir vor Schreck fast in die Hose gerutscht.
Als wärst du mir vor Schreck fast idiotisch. Klar, ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr Diebe einfangt, aber deswegen müsst ihr mich doch nicht gleich zu Tode erschrecken. Aber holla, ihr seid ja gar nicht von der Karte. So kann man sich irren. Ich bin ganz aus dem Häuschen und dabei seid ihr aus demselben Grund hier wie ich. Und ihr geht die Gelegenheit so günstig ist, warum tun wir uns nicht einfach zusammen? Ich habe da so die ein oder andere kleine Geheimnis im Petto. Aber wir machen halbe, klar? Das ist eine gute Idee. Ich bin nicht an einem Dieb interessiert, der sich so einfach fassen lässt. Das ist eine gute Idee, weil töten will ich sie nicht. Also abgemacht, schön. Mal jemanden zu haben, mit dem man nur mal ein Schwätzchen halten kann. In meiner Branche hat man so selten mit netten Leuten zu tun. Nur weil man steht, muss man doch kein Dieselprim sein. Ich stehe meinen Mitmenschen sehr aufgeschlossen gegenüber, besonders ihren Wertgegenständen. Die würde uns beklauen. Ich führe euch hier ein bisschen rum und dann legen wir mit den Klauen los. Ach, das wird ein Spaß. Was also, auch immer ihr wünscht. Wenn ihr vorhabt, hier uns ein bisschen mehr auf die Pelle zu rücken, können wir uns auch gleich zusammentun. Ich kenne mich hier ein bisschen aus, weiß ein paar Sachen, die nicht jeder weiß. Könnte lustig werden. Sie sieht's aus. Okay. Was wollt ihr? Was ist das? Ewiges Licht. Sieht aus wie ein UFO. Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Es scheint keine Wache da zu sein. Also kann ich. Die steht im Weg. In irgendeinem von den Schaukisten ist das Teleskop hoffentlich. Spitzbubenstein. Okay, die Wache wird gerufen. Bei die mich bemerkt hat. Was zur Hölle? Wir haben noch nicht. Na, da haben wir ganz gut abgesagt. Und die Schrammen halten sich auch in Grenzen. Gar kein schlechtes Ergebnis. Für eine zufällige Begegnung. Da wäre es doch nicht schlecht, sich auf Dauer zusammenzutun. Was haltet ihr davon? Eine großartige Idee gekommen an Bord. Na dann, das wäre also der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Dich brauchen wir aber leider nicht. Was immer ihr braucht. Ja, du redest mit unserer Ich will mich gehen, aber wenn ihr mich dazu zwingt, dann hänge ich einfach hier rum, bis ihr wieder Verstand annehmt und mich zurückholt. Du bist ja ein komisch hier lang. Ist da vielleicht das Teleskop drin? Das sieht aus wie das Teleskop. Ich diene der flammenden Faust. Und da holt wieder jemand die Wachen. Was? Gut. Die holt die Wachen? Okay, das ist nicht so toll. Dass die Wachen ruft. Ich glaube, wir positionieren alle beim Ausgang, bis auf Imo hin. Ich tue mein Bestes. Damit wir uns dünne machen können, wenn wir das Teleskop geklaut haben. Khalid, da geht's lang. Höchstens, es gibt hier einen Weg in das andere Gebäude. Ja, gibt es, oder? Ja. Ja, was wollt ihr? Gut. Ihr braucht, man kann es ja mal versuchen. Was wollt ihr? Und hier, das sieht wieder aus wie ein Grafikglitch. Hier lang! Schattenverstecken ist gelungen. Okay, das wird jetzt hier pikant.
Okay, man hat mich bemerkt und die Wachen werden gerufen. Ich diene der flammenden Faust. Wow. Nee, ich muss die aus dem Gebiet rausschaffen, habe ich so das Gefühl. Denn ich verschwinde jetzt. Was auch immer ihr wünscht.